Und Frank Buschmann begrüßen Sie. Heute ist der 5. November. Da wird im Vereinigten Königreich die Bonfire Night, auch der Guy Fawkes Day genannt, gefeiert. Hoffen wir also auf ein Feuerwerk, auch auf dem Platz. Heute heißt es Nürnberg gegen den VfL Bochum. Hier haben wir die Einblendung. So läuft die Heimmannschaft heute auf. Da reichen mahnende Worte. Das Spiel hat ja eben erst begonnen. Das könnte gefährlich werden. Mit dem Schuss verfehlt er das Ziel doch sehr deutlich. Stiepermann. Sauber vom Ball getrennt hier. Sally, Bastians, Wurz, und jetzt gehen sie über die Flügel, und er gewinnt den Zweikampf. Da kommt der Kopfball, da ist er aufmerksam, gut vom Torwart. Brečko. Kempe. Und den Ball hat er sich geholt. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Der Ball kommt. Geblockt vom Verteidiger. Ball draußen. Das gibt jetzt Eckball. Macht er ihn. Das war toll vom Torwart. Gut gehalten. Jetzt Sepsi. Behrens. Das ist die Möglichkeit. Schöne Flanke. Kein Problem für den Torhüter. Wurz. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Kempe. Sehr gut aufgepasst. Stark gemacht, das könnte was werden. Tom Weiland. Und Ecke. Ein guter Kopfball. Den Ball hat er nicht voll getroffen. Ja, und deshalb der Abschluss auch nicht platziert genug. Heißfeld. Stiepermann. Da kommt der Pass auf außen. Er schießt. Den Ball hält er gut. Leibold. Steil gespielt. Und er schießt. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Schwacher Abschluss. Überhaupt nicht gefährlich. Mlappa. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Kempe. Sally. Wird's jetzt gefährlich? Brečko. Da geht er dazwischen. Da passt er auf. Petrak. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Er setzt sich durch und da kommt der Schuss.
Und jetzt liegen sie hier vorne. Da machen sie das Tor und das auch noch zu einem Spitzenzeitpunkt. Das heißt, wie nochmal? Psychologisch wertvoll, psychologisch wichtiger Zeitpunkt. Da gehst du dann auch ganz anders in den zweiten Abschnitt mit viel mehr Power. Zur Pause. Hier steht jetzt die Auswechslung an. Pause ist vorbei, das Spiel geht weiter. Celozzi. Mit dem Ball am Fuß, geht er rein. Ganz stark abgeblockt. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Das hätte gefährlich werden können, aber das lösen sie gut. Und jetzt vielleicht die Chance, schnell nach vorne zu spielen. Schussversuch. Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler blockt ihn richtig gut. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Das ist genau ihr Spiel. Viele Pässe. Da kommt er hin und er faustet den Ball weg. Und nun ein Schuss. Hier hat er einfach nicht genau genug gezielt. Da fehlt einfach die Konzentration. Jetzt könnte es gefährlich werden. Ein toller Pass. Und jetzt die Chance. Was für ein Tor! Führung ausgebaut und jetzt ist das hier doch eine eindeutige Nummer. Er ist heute richtig gut drauf. Er macht hier sein zweites Tor. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Das 2-0. Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Kempe. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Das könnte gefährlich werden. Das war nicht gut vom Abwehr. Und jetzt der Schuss. Der Schuss war nicht besonders. Er geht weit vorbei. Er ist heute einer der auffälligsten. Ihm gelingt heute fast alles. Ist quasi nicht zu verteidigen. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Spielt den Ball in den freien Raum. Der Ball kommt. Mlappa. Da passt der klasse auf. Super Einsatz. Da kann er. Das war zu weit weg. Der Schuss ist kein Problem für den Torwart. Die Gäste werden wechseln. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Und er gewinnt den Zweikampf. Hier steht der Verteidiger gut, er hat den Ball. Die Defensive steht. Er zeigt den Vorteil an, sie können weiterspielen. Kurzer Blick zur Uhr, Viertelstündchen haben wir noch. Wurz. Tom Weiland.
Jetzt müssen sie aufpassen. Macht er ihn. Schön gehalten. Wurz. Mlapa. Und jetzt ein Schuss. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch noch mal. Mlapa. Und er ist drin. Da kam der Keeper nicht mehr richtig an den Ball. Ja, diesen Treffer, den gucken wir uns natürlich noch mal an. Die Flanke war lang unterwegs, aber auch sehr gut reingebracht. Und da fällt der Abschluss leicht. Klasse gemacht. Präzise Hereingabe hier und dann macht er es aber auch klasse im Abschluss. Ja, also da bin ich bei dir. Tolles Timing in der Luft. Spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3:0. Jo, eigentlich haben wir hier zwei in etwa gleich starke Mannschaften, aber wie das so ist im Fußball, der aktuelle Spielstand spricht eine andere Sprache. In der Tat, Wolf, du musst deine Chancen eben nutzen, ansonsten kann das ganz schnell gehen. So, Nachspielzeit angezeigt, gib noch mal 2 Minuten drauf. Das könnte eine Gelegenheit werden. Jetzt schießt er. Ganz stark abgeblockt. Da kommt der Schuss. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Er versucht den Volley. Der Pass. Stark gemacht. Sie geben hier nicht nach und machen noch ein weiteres Tor. Dabei war eh klar, dass sie das Ding gewinnen. So, der Treffer nochmal in der Wiederholung. Oh, da haben die Verteidiger ihn aber im Stich gelassen. Und so kannst du den Gegentreffer irgendwann dann nicht mehr verhindern. Klare Sache hier. Das 4:0 ist schon deutlich. Das war heute eine eindeutige Geschichte. Sie gewinnen mit 4:0. Das ist